Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als ich dem Herrn Hecker da zugehört habe, habe ich eigentlich gedacht, der Mann tut mir leid. Aber wenn man sich hier hinstellt und alle möglichen Zahlen sich vorrechnet, warum Veränderungen nicht möglich sind, warum das nicht möglich ist und warum das nicht möglich ist, dann denke ich, das ist doch schade, dass jemand überhaupt keine Fantasie hat und überhaupt keine Bereitschaft, nach vorne zu denken und sich nicht aufmachen will zu neuen Welten, sondern immer nur das Vergangene in die Zukunft hinein projiziert und damit für unser Land überhaupt keinen Politikentwurf hat. Die Zahlen, mit denen Sie sich aber wirklich hätten beschäftigen müssen, mit denen beschäftigen Sie sich leider nicht. Das sind Zahlen, die gestern zum Beispiel ein Experte des Deutschen Wetterdienstes bei einer Veranstaltung der Landwirtschaftskammer des Saarlandes vor den saarländischen Landwirten vorgestellt hat, nämlich wie die Klimaentwicklung in Deutschland und im Saarland in den letzten 150 Jahren war und welche unterschiedlichen Prognosemodelle es für dieses Jahrhundert noch gibt. Und die Voraussagen liegen darin, dass die Temperatur bei uns in diesem Jahrhundert im besten Fall um 1,5% zunehmen wird und im schlechtesten Fall um 4,5%. Und es ist auch ganz deutlich gemacht worden, was das für Folgen hat. Die Sommer werden immer länger, sie werden immer heißer, sie werden immer trockener und die Winter werden feucht und nass. Wir werden erhebliche Veränderungen haben in der Tier- und Pflanzenwelt. Es gibt teilweise katastrophale Auswirkungen in der Landwirtschaft. Es wird erhebliche Schäden geben in der öffentlichen Infrastruktur. Ja, man kann sagen, das Leben in Mitteleuropa wird an vielen, vielen Stellen sehr, sehr beschwerlich werden. Und wir wissen, dass die Klimaprognosemodelle für andere Teile der Erde noch wesentlich größere Bedrohungen mit sich bringen. Der Anstieg des Meeresspiegels wird Tausenden und Millionen Menschen den Lebensraum nehmen und vieles andere mehr. Und wenn man sich mit diesen, Sie können nachher ja noch was sagen. Jetzt nicht, bitteschön. Ist das eine Zwischenfrage oder soll das nachher eine Kurzintervention werden? Zwischenfrage. Also erlauben Sie eine Zwischenfrage, nein, Herr Abgeordneter? Nein. Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich Sie fortzufahren. So. Wenn man sich mit diesen Fragen nicht beschäftigt, dann kann man eben auch nicht die Antworten geben. Aber ein wesentlicher Punkt, auf den ich auch noch mal hinweisen will, ist, dass Wissenschaftler uns gerade in diesen Tagen noch mal sagen, es gibt sogenannte Kipppunkte. Wenn man über diese Punkte hinweg ist und Veränderungen stattgefunden haben, dann sind sie nicht mehr ohne weiteres zurückzunehmen und dann beschleunigt sich die entsprechende Gefahr beim Klimawandel. Und dass Sie ausgerechnet in den Tagen, in denen Madrid, der Weltklimagipfel, sich mit diesen drängenden Menschheitsfragen beschäftigt, diesen Antrag hier einbringen, das zeigt wirklich, dass Sie eine wesentliche Herausforderung für die Menschheit überhaupt nicht verstanden haben. Ihr Kampf gegen die Windenergie ist ein umweltpolitischer Amoklauf und man muss den Bürgerinnen und Bürgern ganz klar sagen, dass ihre Politik am Ende eine Gefahr für die ganze Menschheit darstellt. Ich will den Antrag aber dennoch nutzen, um einige allgemeine Ausführungen zu machen zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Denn mir macht es zumindest ein Stück weit Sorge, dass dieser Ausbau derzeit etwas ins Stocken geraten ist. Wir hatten bundesweit bis Ende September einen Ausbau nur von 500 Megawatt in Deutschland. Im Durchschnitt der letzten Jahre waren es 4.200 und wir hatten leider in diesem Jahr im Saarland noch gar keinen weiteren Ausbau der Windenergie. Und wenn man die 10H-Regelung übernehmen würde, wie die Bayern das ja im Jahr 2014 bereits getan haben, dann kann man feststellen, dass dort es beim Ausbau der Windenergie einen Einbruch um 80% gegeben hat. Und für uns im Saarland wäre es, und das ist ja Ihr offen erklärtes Ziel, das Ende des Ausbaus der Windenergie im Saarland. Und es wäre für die Zukunft auch der Verlust zahlreicher Standorte, dort wo Repowering ansteht, könnten dann
Windenergieanlagen nicht mehr neu genehmigt werden. Das würde zwangsläufig bedeuten, ein weniger des Anteils erneuerbarer Energie statt ein mehr. Und das würde unsere Abhängigkeit vom Atomstrom wieder verstärken. Was Sie also wollen, ist die Energiewende rückwärts und damit beschreiben, was Sie sind. Sie sind auch auf diesem Feld die Partei der Ewiggestrigen. Das kann man nicht anders sehen, das haben Sie ja eindrucksvoll hier geschildert. Sie wollen zurück in die Zukunft, also zurück in die Vergangenheit. Und das können wir natürlich nicht mitmachen. Ich habe Ihnen sehr wohl zugehört. Sie wollen die Atomenergie wieder stärken. Und das sind Energieformen, aus denen wir uns politisch schon vor Jahren verabschiedet haben und tatsächlich in wenigen Jahren in Deutschland auch verabschieden werden. Und das ist auch vernünftig so. Das ist auch vernünftig so, weil es beispielsweise bis heute noch keine Lösung gibt für die Frage, wie der ganze Atommüll über Jahrtausende und Abertausende von Jahren sicher gelagert werden soll und wie er unendliche Kosten heute auf die Generationen in der Zukunft verlagern, abgesehen von den tatsächlichen Gefahren, die von diesen Stoffen aufgehen. Das ist Ihnen alles egal. Über die Frage, wer dafür eine Verantwortung tragen soll, darüber wollten Sie nicht sprechen oder machen sich auch keine Gedanken. Ich will zu diesem Anlass auch noch einige Bemerkungen machen zu den Dingen, die derzeit in Berlin auch diskutiert werden, zum Vorschlag des Bundeswirtschaftsministers, eine 1000 Meter Abstandsgrenze einzuführen. Für das Saarland wäre das eine erhebliche Gefahr für den Ausbau erneuerbarer Energien. Wir würden rund 30% der Fläche verlieren, die uns jetzt noch zur Verfügung stehen. Und wir hätten auch im Saarland anstehenden Repowering hätten wir Verluste von Standorten. Deshalb bin ich der gleichen Auffassung, wie sie auch schon von Anke Rehlinger vertreten worden ist, dass wir als Saarland diese Opt-out-Regelung auf jeden Fall ziehen müssen und dass wir uns in Berlin dafür einsetzen müssen, dass es keine weitere Regelung gibt, die den Ausbau erneuerbaren Energien auf bundespolitischer Ebene verhindern. Wir im Saarland haben uns das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2020 20% des Stroms aus erneuerbaren Quellen zu schaffen. Ich bin ganz guter Hoffnung, dass wir dieses Ziel auch tatsächlich erreichen werden, ganz im Gegensatz zu dem, was beispielsweise von grüner Seite in den letzten Jahren immer wieder an Cassandra-Rufen gekommen ist. Wir können dieses schaffen, aber wir werden dafür auch in Zukunft wieder Windenergie im Saarland ausbauen müssen. Ich glaube, dass wir es schaffen können, das Gleiche, was wir bislang an Leistung haben, in den nächsten Jahren, in den kommenden Jahren noch dazu zu bauen. Wir müssen uns auf jeden Fall neue und ehrgeizige Ziele setzen. Wir setzen auch darauf, dass es technologische Innovationen gibt, die uns dabei helfen, diese Ziele zu erreichen. Sie sind auf jeden Fall möglich zu erreichen. Am Ende geht es aber nicht nur um das, was möglich ist, sondern es geht am Ende auch darum, dass wir in der Bevölkerung Akzeptanz finden für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir nehmen ja wahr, dass es in Teilen der Bevölkerung keine oder nur eine geringe Akzeptanz gibt, obwohl die Mehrheit der Bevölkerung, das wissen wir auch ganz klar, aus Umfragen für den Ausbau der erneuerbaren Energien ist. Aber immer dort, wo Anlagen errichtet werden sollen, finden sich auch Bürgerinnen und Bürger, die gegen diese Anlagen sich politisch engagieren. Was wir aus der Forschung wissen, ist, dass die Frage des Abstandes zumindest keinen großen Einfluss hat auf die Frage, ob solche Anlagen akzeptiert werden oder nicht. Und wir wissen, dass es aber förderlich ist für die Akzeptanz, wenn man die Bürgerinnen und Bürger auch wirtschaftlich am Erfolg dieser Anlagen beteiligt. Deshalb werbe ich auch an dieser Stelle nochmal dafür, dass dort, wo die Energiewende stattfindet, sie auch eine Energiewende unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ist. Und dass die Bürgerinnen und Bürger können im Übrigen dort auch durch die Kommunen vertreten werden oder beides. Das wäre aus meiner Sicht ein guter Weg für die Energiewende. Am Ende, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die Frage der Akzeptanz aber auch eine, für die wir
als Politikerinnen und Politiker verantwortlich sind. Die Frage, wie wir uns da positionieren, ob wir dem schnellen Applaus opportunistisch hinterherlaufen oder ob wir uns die Mühe geben, das, was vor Ort getan werden muss, auch in den großen Zusammenhang zu stellen und dafür zu werben, dass man sich Veränderungen vorstellen kann, dass man die Gründe nochmal nennt, warum wir an der Energiewende festhalten müssen, dass wir aber dennoch auch Ängste und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen und mit ihnen das Gespräch suchen. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe, die Akzeptanz für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien im Saarland herzustellen. Am Ende will ich noch mal einen Punkt nennen, der in diesen Debatten mit den Bürgerinnen und Bürgern auch immer kommt. Warum müssen wir als Deutschland hier so vorangehen? Sie haben es so ähnlich eben auch gesagt, wir sind ja nur 2%, 1% der Bevölkerung mit 2% des CO2-Ausstoßes. Warum sollen wir uns denn da so anstellen? Das ist in der Tat ein ethisches Dilemma, dass man Dinge tun muss, wo man die Folgen nicht unbedingt sagt, dass es auf einen selber ankommt. Auf der anderen Seite, ja, die Technik ist wirklich, ich kenne das auch für mich manchmal eine Herausforderung. Ja. Aber mit der gleichen Argumentation könnte man auch sagen, warum soll denn ich Steuern bezahlen, wenn ich sie nicht bezahle, fällt ja die Finanzierung unseres Staates auch nicht zusammen. Nein, jeder trägt Verantwortung, nicht nur für sich, sondern auch für die Gesellschaft und jeder ist auch ein Teil dieser Menschheit und trägt mit seinem persönlichen Verhalten seinen Teil der Verantwortung. Deshalb kann man nicht seinen eigenen Teil, auch wenn er nur klein ist, wegwischen, denn nur wenn alle gemeinsam ihr Verhalten verändern, nur wenn alle gemeinsam als solidarische Menschheit sich bestehen, dann werden wir in diesem 21. Jahrhundert diese gigantische Aufgabe schaffen, unsere Energieversorgung auf neue Füße zu stellen. Wir im Saarland wollen auf jeden Fall unseren kleinen Beitrag dazu leisten, aber wissen, dass wir die Pflicht haben, unseres zu tun. Vielen Dank.